3 junge Frauen in deinem Team. Irgendwie haben wir so das Gefühl, ich meine, ich konnte deine 2 wahnsinnsherzigen Mädchen kennenlernen. Der Vaterinstinkt hat bei deinen Entscheidungen doch auch eine Rolle gespielt. Ja, aber nein, ich glaube nicht. Das sind einfach wirklich, ich kann sagen, das sind die 3, die mich extrem überzeugt haben über eine lange Strecke. Ich meine, für uns ist das ganze Bild noch ein bisschen klarer als für die Menschen daheim vor dem Fernsehen, weil wir ja echt lange Zeit hatten, um miteinander zu arbeiten. Also wir haben uns zurückgezogen, wir sind wirklich in ein Haus und haben geprobt miteinander, mit allen zusammen. Und ich komme irgendwann auch mal ein Gespür über für den Künstler und nicht nur für das Talent, das einen Song singt. Wie war das für dich bei diesen Sing-Offs? Oder? Zuerst irgendwie, sagst du 5, ihr seid weiter bei den Battles. Sie freuen sich, obwohl sie eigentlich wissen, ja, vielleicht ist es noch nicht ganz so klar. Und nachher musst du trotzdem wieder ein paar heimschicken. Für unsere Talents war das irgendwie eine rechte Drucksituation gewesen, auch die Sing-Offs. Wie hast du die erlebt, so im Gesamten? Ich habe 1000 Mal erwürgt, wo die blöde Regeln gemacht hat. Nein, für uns ist es natürlich auch schlimm. Es ist wie wenn du in die Malediven in die Ferien gehst, auf der schönsten Insel auf den Malediven ist und irgendwann sagt dir jemand, du darfst aber nur in deinem Bungalow bleiben. Weißt du, was ich meine? Hättest du ja irgendwo eine Ferien machen können. So, das ist ein bisschen das. Und dass man sich so schnell wieder lösen von den Talents, ist grauhaft mühsam. Also das ist für uns wirklich schlimm, weil wir würden ja so gerne mehr Leute mitnehmen und so. Aber jetzt eine TV-Show und es gehört dazu und das sind die Regeln, die wir von Anfang an gewusst haben. Also müssen wir halt mit denen gehen. Das muss ja spannend werden, auch für die Leute, die hier daheim zuschauen. Und ja, aber ich bin glücklich mit dieser Wahl, die ich jetzt getroffen habe und bin echt froh, dass ich so gute Talents mitnehmen durfte. In einer Woche geht es los, die grossen Live-Shows. Wir haben natürlich auch die anderen Coaches ein bisschen gefragt. Was erwartet uns? Was hast du mit deinem Team vor? Das Tess hat ganz klare Aussage gemacht. Ich werde gewinnen. Ich habe die besten und schönsten Frauen in meinem Team. Mhm. Der Philipp Fankhauser schweigt, Gentleman-Style. Ja. Steffi freut sich, schöne Erscheinung. Und was gibst du uns mit auf den Weg diese Woche, um uns darauf zu freuen? Ich sage euch nur eins, ich mag wirklich am Stress den 2. Platz von Herzen gönnen.